Frau Stumpf Folgendes. Servus, Petra. Ben. Oh. Nur mehr 10 Tage, dann startet auch Österreich in die Euro. Und wir haben uns gefragt, wer ist eigentlich der Hottie unserer Nation? Eine Damenjury hat bei uns in der Redaktion den heißesten Kicker gewählt. Liebe Männer, bitte stark sein, wenn Ihre Frauen jetzt etwas genauer hinsehen. Und zwar nicht auf das Spiel. Und Frisuren kannst du auch noch andere, außer dem Zopf? Man kann damit auch mit den Frauen spielen. Wenn die, also, indem man jetzt sagen ja viele, Weihnachten ist mit Kindern am schönsten. Und du hast ja eine sehr junge Partnerin, Freundin. Sie ist aber kein Kind. Erotisch ist ja nicht unbedingt der Dialekt. Nein, du. Übergewicht sehe ich jetzt aber keins. Nee, der Flo. Sind Sie schon mal gemalt worden? Ja. Wie fühlst du dich, wenn Leute dich anstarren? Oh. Hier ist der Tellerrand, ne? Genau. Den Tiroler Dialekt, wenn der gesprochen wird, verstehen Sie den ein bisschen? Manche Sachen verstehe ich schon. Wie zum Beispiel, gehen wir mal her. Wenn er mal mein Trikot tauscht. Den Leiberltausch wollen wir dann doch nicht vor laufender Kamera. Auch wenn Team schon Ansatz zeigt. Sie haben ja früher mal in einer sehr berühmten WG auch gelebt, gewohnt. Sie wissen eine ganze Menge von mir. Wir kennen natürlich uns kaum, das geht mir viel zu schnell. 2 Tage, 12 Bühnen und 70 Acts. Wie schaut's mit Alkohol aus? Klar gehen wir auch mal abends los, aber es ist jetzt nicht mehr so absurd wie noch vor 10 Jahren, dass man am nächsten Tag aufwacht und denkt so, Vor 10 Jahren, wann habt ihr denn angefangen mit Trinken? Ich dachte, du fragst mit Musik, aber nein, mit Trinken. Hoch 5. Die Platte war der Zeit voraus, könnte man sagen. Ja, ja. Genau. Und ich habe noch lange nicht genug. Damit weißt du alles. Landstraße Linz, hinter mir das Linzer Josef. Und genau in diesem Augenblick soll Robbie Williams mit der kompletten Crew zu Abend essen. Vielen herzlichen Dank, war ein schönes Gespräch. Du hast richtig tolle Augen, weißt du? Das was soll man bei dieser Charmoffensive sagen? Wo gehen wir jetzt hin? Hey, wo gehen wir jetzt hin? Vielen herzlichen Dank. Das war's schon. Guter Abschluss. Ich sag vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und wünsche dir noch ganz, ganz viele Jahre und uns auch mit dir, mit deiner positiven Art. Dankeschön. Danke, liebe Petra. So, wir gehen mal kurz uns einen Augenblick frisch machen. Jetzt, wir haben uns gefunden.